Hallo und recht herzlich willkommen, ihr Lieben. Das wird die kürzeste Weihnachtspredigt, die du je gehört hast, wozu ich dich jetzt herzlich einladen darf. Schön hast du eingeschaltet, schön bist du dabei. Wir haben winterlich, es ist Weihnachtszeit, deshalb habe ich hier auch einen dicken Pullover an. Und ich habe mich jetzt nicht explizit vorbereitet. Ich mache jetzt hier einen richtig dicken Hals. Und ich bin überzeugt, dass das, was jetzt kommen wird, dich mit Sicherheit ermutigen, aufbauen und motivieren darf, Weihnachten vielleicht einmal etwas ganz anders zu feiern. Also sei gespannt mit mir, was jetzt kommen mag. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Welt gekommen. Gott als Mensch in Menschengestalt und er kam auf die Welt als Retter und Erlöser. Wir singen das in den Weihnachtsliedern. Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit, der Retter ist gekommen. Ja, der Retter ist gekommen. Und jetzt geht es darum, diesen Retter anzunehmen. Du magst dich fragen, ja, schön und gut, Retter. Ein Retter muss mich ja von irgendetwas bewahren, er muss mich ja von irgendetwas retten. Und genau um das geht es jetzt, Leute, und das werden wir jetzt anhand der Bibel, 2, 3 Bibelstellen, ganz kurz und knackig und knapp miteinander ansehen. Jesus Christus, das Kind in der Krippe, wurde erwachsen, er wurde ein Mann und er wurde unser Erlöser. Er ist gekommen, uns zu erlösen, Freunde. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fahr jetzt all deinen Weihnachtsstress und all deine Aktivitäten runter, auch den Braten, der vielleicht noch im Ofen ist und so weiter und so fort, und nimm dir jetzt Zeit für diese kurze Botschaft. Wir gehen jetzt unverzüglich miteinander ins Wort, in die Bibel. Einverstanden? Und dazu gehen wir in die bekannte Bergpredigt. Ja, diese Bergpredigt kennen viele von uns, diese Seligpreisungen und so weiter und so fort. Man sagt, das seien ganz weise Worte. Selbstverständlich, jedes Wort Gottes ist weise. Und weise ist es, den Sohn Gottes und Gott in Menschengestalt, Gott überhaupt zu erkennen. Das ist der Anfang aller Weisheit. Alles andere ist Torheit. Klammer auf, Klammer zu. Ich komme schon wieder ins Predigen. Okay, aber wir haben gesagt, kurz und knapp und ich möchte mich daran halten. Also, Matthäus Kapitel 29, wir lesen die Verse 29 und 30 im Zusammenhang mit dem, wovor uns der Sohn Gottes, Jesus Christus, denn eigentlich retten und bewahren möchte. Und hier sei gesagt, weder Religion noch Tradition rettet, sondern alleine Gottes Sohn. Es retten weder Religion noch Tradition, sondern alleine Gottes Sohn. Das musst du dir mal geben und verinnerlichen. Ja, spul nochmal zurück und hör es dir nochmal an, es tönt und ist gut. Und schau, wir haben die Tendenz, hier humanistisch ein bisschen unterwegs zu sein und immer den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Doch der Mensch im Mittelpunkt bringt immer dasselbe, der Mensch als Mittelpunkt. Der Mensch als Mittelpunkt. Der Mensch wird vom Menschen missbraucht für seine Zwecke. Meinetwegen für Konsum, meinetwegen als Wunscherfüller, indem wir Partner oder Partnerin sind und so weiter. Der freie Mensch wird von der Welt gar nicht gewollt, weder vom Arbeitgeber noch von unserem Partner oder unserer Partnerin oder von sonst irgendjemandem. Ein freier, unabhängiger Mensch wird in der Welt nicht gebraucht und ist nicht erwünscht. Und Jesus Christus macht frei. Merkst du den Zusammenhang? Ergo ist auch Jesus Christus als Retter eher weniger bis gar nicht erwünscht. Ausnahmen vorbehalten. Denn der Weg ist schmal und wenige sind es, die gerettet werden. Und der Weg ist breit und viele sind es, die verloren gehen. Aber was heißt das nun, verloren gehen? Matthäus Kapitel 5, Vers 29. Hast du die Bibelstelle gefunden? Okay. Dann geht's jetzt richtig los und jetzt gespannt sein, was Gott der Vater in dein und mein Leben sprechen möchte. Durch sein Wort, Freunde, durch sein Wort. Okay, und hier kommt eine klare Warnung.
jetzt müsst ihr wirklich warm angezogen sein, so im Stil wie ich, denn jetzt wird's richtig deftig. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Freunde, soll mir doch bitte niemand sagen, Jesus hätte nicht vor der Hölle gewarnt. Ja, ich weiß, selbst Christen kommen manchmal auf solch absurde Ideen. Also, wir wollen weiterlesen. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ja, wenn das mal keine klare Warnung ist, Freunde, und wenn das nicht einen Retter benötigt, es benötigt einen Retter und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, Gott in Menschengestalt. Sagst du Amen mit mir? Wir gehen weiter zu Matthäus Kapitel 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Ja, wir sollen uns nicht vor einem Mörder fürchten. Also ich glaube, jeder von uns würde sich von einem Mörder fürchten. Vor irgendjemandem, der unseren Leib töten könnte. Wir sollen wir nicht, sondern fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann. Wo? In der Hölle. Leute, wer Jesus Christus nicht annimmt als Herrn, Retter und Erlöser, er ist in die Welt gekommen, wer ihn nicht annimmt, geht verloren. Bitte ganz, ganz gut aufpassen und diese Chance nicht verpennen. Denn wer Jesus Christus nicht kennt oder aufgenommen hat, der hat sein Leben verpennt. Punkt. Ich weiß, ich bin jetzt hart, ich bin direkt. Die Wahrheit macht aber frei, die Wahrheit ist nicht hart. Die Wahrheit ist nur hart, wenn wir in der Lüge verhaftet sind. Und wenn du jetzt Schwierigkeiten hast mit diesen Worten, dann weißt du, wo du beheimatet bist oder sein dürftest, nämlich nicht in der Wahrheit. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, liebe Schwester, lieber Bruder, ja, auch wir sind aufgerufen hier, ganz klar. Kannst du mir noch folgen? Ich hoffe, du bist noch dabei. Wir werden in Kürze zum Finale kommen. Jesus Christus verspricht uns ewiges Leben und das lesen wir in Johannes Kapitel 11, Vers 25. Diese Bibelstelle habe ich frei zitiert im letzten Video und dann noch falsch, wer es gemerkt haben sollte. Also das andere Video unbedingt auch noch schauen, ich werde es verlinken am Ende dieser Botschaft. Ganz wichtig, geht noch kürzer als diese jetzt. Jesus spricht zu ihr, Jesus Christus spricht zu Martha. Seinerzeit, aber Jesus Christus spricht natürlich zu uns. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wir haben das x-mal miteinander schon betrachten dürfen und viele haben sich vielleicht auch belustigt. Ja, genau, Gott spricht so, genau so spricht er, zu dir und mir, durch sein Wort, durch die Bibel. Vielleicht hast du auch eine persönliche Offenbarung, aber diese muss sich immer decken mit den Worten Gottes aus der Bibel, sonst hat der Teufel oder seine Dämonen zu dir gesprochen und dich belogen. Vorsicht! Luzifer ist ein Lichtengel. Er kommt nicht als Feind, er kommt als Freund. Klammer auf, Klammer zu. Jesus Christus spricht zu dir und mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Also, das ist jetzt wieder lutheranisch. Ich habe hier in der Eile Luther 2,17 aufgeschlagen. Also, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich sage es jetzt ein bisschen anders. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben, nicht verloren gehen. Glaubst du das? Fragt Jesus Christus dich und mich.
genau jetzt in diesem Augenblick. Glaubst du an mich? Vertraust du mir? Dann sind wir aufgefordert, Jesus Christus unser Leben ganz anzuvertrauen und zu übergeben und den Weg mit ihm zu gehen. Es gibt nichts Abenteuerlicheres. Und ich bin ein Abenteurer. Du wirst es sehen am Ende dieses Videos, wirst es du sehen, dass ich auch noch andere Vorlieben habe. Aber der Liebste ist mir mein Schöpfer, denn ohne jenen gäbe es gar nichts für mich. Ohne Schöpfer gibt es gar nichts. Er macht alles. Er hat mich gemacht, er hat die Luft zum Atmen gemacht, er hat dich gemacht, er hat die Mitmenschen gemacht. Er hat einfach alles gemacht. Und danken hilft vor Wanken und loben zieht nach oben. Amen. Musst du dir nachher nochmal reinziehen, diese Botschaft. Ich hoffe es. Sie wird kurz sein, damit sie du zwei, dreimal sehen kannst. Nicht wegen den Klicks, nicht wegen dem Algorithmus und so weiter und so fort. Leute, es geht hier um die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus. Es geht um das Evangelium und diesen Auftrag, jene Botschaft zu verbreiten, hat jeder wiedergeborene Christ. Also wenn du fleißig deinen Mund aufmachst und deinen Herrn bezeugst, dann brauchst du solche Videos nicht zu teilen, aber du wirst sie dann erst recht teilen. Und wenn du eher schüchtern bist, dann nutz doch solche Botschaften und teil sie. Dann sind sie vielleicht sauer mit dem Schnauzer, mit dem Rolf Scherer und nicht mit dir, falls du dich fürchtest vor den Menschen. Wir sollen aber keine Menschenfurcht haben. Und jetzt kommen wir zum Finale, Leute, wie versprochen. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, das hatten wir müssen weiterzeppen. Okay, wir gehen dazu in die Offenbarung, Kapitel 3 und lesen Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, die Herzenstür, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist ein Versprechen unseres Herrn Jesus Christus, unseres Erlösers in der Futterkrippe, der als Baby gestartet ist und am Kreuz geendet ist zu deiner und meiner Errettung an deiner und meiner Stadt, denn es hätte uns treffen sollen. Er hat unsere Sünden ans Kreuz getragen und durch seine Wunden sind wir geheilt und geheiligt, wenn wir es annehmen. Bin ich aufgeregt? Ein bisschen, ja. Ein bisschen aufgeregt bin ich, gebe es zu. Was habe ich hier noch? Okay, jetzt eine Bibelstelle, die wir alle kennen dürften. Die wir alle kennen dürften. Und mit dieser wollen wir dann auch schließen, Freunde. Ich habe es hier wieder auf dem Computer. Und es hat geklappt, Leute, es hat geklappt bis hierhin. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, Klammer auf und zu, gab, auf dass alle, die an ihn glauben, im Vertrauen und ihn aufnehmen, im übertragenen Sinne, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Die Menschen natürlich, die Krönung der Schöpfung, welche in Gottes Ebenbild geschaffen wurden, jene sollen gerettet werden. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, von Herzen glauben, nicht mit dem Munde, bekennen und mit dem Herzen weit fern sein. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Errettung und mit dem Munde wird bekannt zur Errettung. Einverstanden? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durchgeführt wird.
durch ihn gerettet werden. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wir kommen nicht ins Gericht, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Wenn wir ihm glauben, nehmen wir ihn ja an. Selbstverständlich, dann brauchen wir nicht die Hand uns abzuhacken, dann können wir ihn annehmen. Und dann sind unsere Sünden und Verfehlungen getilgt und wir alle sind sündig, Freunde. Ausnahmslos, auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Hundertprozentig. Warum? Weil Gott es sagt und Gott hat immer recht. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Jesus Christus. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ein frohes Weihnachtsfest, ein frohes Fest der Liebe. Und das soll jetzt für dich Weihnachten werden. W-H-Y-Nachten. Weihnachten. Die kürzeste Weihnachtspredigt, die du je gehört hast. Und der Moment deiner und meiner Umkehr und vielleicht neuen Zuwendung zum Kind in der Krippe, zu Jesus Christus, zu Ehre Gottes, dem Vater im Himmel. Vielen herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Daumen hoch geben, abonnieren und weiterempfehlen. Gerne auch kommentieren. Und auf Wiedersehen.